Liebe Trader, es ist Montag, der 18. Dezember 2023. Mein Name ist Dirk Legan und ich begrüße euch zu unserem heutigen Loro Monday Meeting. Thema heute sind Real Estate Investment Trusts, und zwar kurz REITs. Und da gibt es auch, wenn das vielleicht für viele am Anfang vielleicht langweilig klingt, das Thema, ich hoffe, euch heute zu zeigen, dass das durchaus ein interessantes Anlageobjekt ist, aber dazu dann später mehr. Bevor wir starten, kurz von euch eine Rückmeldung, ob Bild und Ton soweit und in Ordnung ist. Einmal kurz im Chat posten. Oh, ihr kennt das. Okay, super, alles klar, dann machen wir weiter. Also, streng genommen sind das Immobilienaktien und diese Immobilienaktien in den USA sind dazu verpflichtet, 90% ihrer Immobilieneinnahmen entsprechend an die Shareholder auszuschütten, und zwar in Form von Dividenden. Sind also im Prinzip keine Dividenden im eigentlichen Sinne, sondern sind halt Einnahmen durch Vermietung letztendlich oder irgendwelche Immobiliengeschäfte. Interessant ist, dass eben diese Asset-Klasse der REITs letztendlich wenig korreliert mit dem Aktienmarkt, und zwar nur zu 0,45, also leicht korrelierend, aber eben auch nicht so stark. Und hier haben wir mal die jährlichen Verteilungen, allerdings nur bis 2018. Aber anyway, so jetzt brauchen wir noch was zum Zeichnen, klar, Moment. Wir haben in ja, Violett dargestellt die Aktien, vermutlich hier der S&P 500, und in ja, Schwarz dargestellt die Immobilienwerte. Und interessant waren vor allem die Immobilienwerte. Da habe ich auch Glück gehabt, dass ich da angefangen habe, damit zu traden. Und zwar, wie wir sehen, hier in den Jahren 2001, ne, 2000, 2001 und 2002, da sehen wir natürlich einen klaren, das war also ein Platzen der Nasdaq-Bubble, ne, und wir sehen hier große Minuszeichen bei dem S&P 500, aber die Immobilienwerte waren da gegenläufig. Davor die Jahre war es eher umgedreht, da wurden halt diese ja, heißen Aktien gesucht und Immobilienwerte waren dann eher im negativen Terrain. 2008 in der klassischen Immobilienkrise letztendlich sehen wir auch bereits schon im Vorfeld 2007, da konnte man so ein bisschen ablesen, dass letztendlich da irgendwo ein Problem gerade im Immobilienbereich war. 2007 sehen wir hier einen deutlichen Abverkauf bereits in den Immobilienwerten und auch 2008 sind die etwa gleich laufendes Minus haben die gehabt, also kein gutes Jahr 2008 und auch 2020, was hier nicht drauf ist, war eh nicht schlecht für die Immobilienwerte. Aber eben nicht ganz deutlich korrelierend halt mit dem Aktienmarkt, hier nur 0,45. Und daher ist es eben auch geeignet, wenn man so etwas als Beimischung zumindest im Depot hat. Okay, nehme ich das hier mal wieder raus. Interessant ist vor allem auch in der USA, also in Deutschland gibt es natürlich auch paar Immobilien, Aktien, aber das ist eher, naja, gut, das sind einige wenige, aber in der USA gibt es noch relativ viele. Und was hier interessant ist an dieser ganzen Geschichte ist, es gibt eben auch sehr viele unterschiedliche Immobilienklassen, ne? Also wir haben jetzt mal Self-Storage, Industrial, Residential, Healthcare, Office, Retail, Diversified, okay, Sammelsurium, Lodging, Resource. Ne? Und wenn wir hier auch mal die Performance sehen, die durchschnittliche Performance von 94 bis 2021 hier ausgewertet, S&P 10,8%. Wir sehen eben hier, dass es durchaus gar nicht so langweilig ist. Hier zum Beispiel Self-Storage. Das ist gerade aber in den letzten Jahren erst so ein Modethema geworden. Immerhin, ja, nicht ganz durchschnittlich mit 19% oder auch Industrieimmobilien mit 16%. Ne? Also die sind also, sagen wir mal, bis hierhin sind die alle besser gelaufen, letztendlich im Durchschnitt als der S&P. Und das muss man, hat man eben den Vorteil, dass man eben hier auch über die verschiedenen Immobilienklassen diversifizieren kann. Das empfehle ich natürlich auch absolut, wenn man da selber ein Depot aufbaut, dass man da auch nicht, jetzt sagen wir mal, alles im Self-Storage-Bereich hat oder irgend so etwas, sondern über diese ganzen Klassen möglichst einen Mix aufbaut. Okay, wie kann man das jetzt, wie kann man sich da engagieren? Die eine Möglichkeit ist eben über ein ETF oder eben über Einzelwerte. Gucken wir uns das mal genauer an. Wir haben hier
Das ETF IYR, auf Deutsch ausgesprochen, das gibt es seit 2000 und hat auch den Vorteil, dass es dazu liquide Optionen gibt. Und ja, guck mal kurz nochmal im Chat rein, war hier noch irgendwas? Nee, das bezog sich auf den Ton. Okay, also machen wir kurz eine Chartanalyse. Ich habe das hier auf. Ist liquide, ist also mit liquiden Optionen hinterlegt, kann man gut traden. Wir sehen hier ein klar, also hier durch eine Regression abgebildet seit ja, Ende 2021 ein Abwärtstrend in den in diesem ja, Indexwert, wobei wir zuletzt eben einen kleinen Ausbruch gesehen haben. Also da haben wir durchaus Nachholbedarf. Wir sehen es hier auch an diesem Trading-Stop hier so in Violett dargestellt. Da hatten wir hier auch, und das ist hier jetzt, muss ich aber mal gucken, ein, ne, es ist Wochenkerzen sind das. Also da hatten wir hier einen Ausbruch nach oben. Also im Prinzip wie der Gesamtmarkt gut gelaufen. Aber die Immobilienwerte haben durchaus Nachholbedarf. Das ist hier auch noch ohne Ausschüttung. Ne? Das ist dann wirklich die reinen Kursdaten. Und ja, also IYR ist die eine Möglichkeit, dass man sich dort engagiert, wenn man dann das möchte. Und schalten wir mal zurück. Natürlich interessant sind natürlich dann auch die Einzelwerte, wie schon gesagt. Dann, dass das keine Langweiler sind, sehen wir hier einmal eine Statistik der bestgelaufenen Stand aktuell. Ne? Wir sehen hier, na gut, DHC, ne? Das ist mit 144%. Das sind aber auch Werte, die runtergeprügelt worden sind. Ne? Das sind eigentlich eher Penny Stocks in dem Bereich. Ne? Also die haben. Ja, die lagen unten und wurden jetzt wieder gesucht und so weiter. Also wir haben aber trotzdem hier und da durchaus relativ gute Performance-Werte, wie wir hier sehen. Den hatte ich sogar selber hier, Well, oder ich glaube immer sogar immer noch. Der läuft ganz gut. Also wichtig ist hier, dass man ja eine gute Selektion natürlich vornimmt und sich vor allem damit auseinandersetzt mit diesen Werten. Wie findet man diese einzelnen Werte, beziehungsweise wie mache ich das? Lösche das jetzt mal wieder. Okay. Und zwar nutze ich hierfür vor allem die Seite etf.screen. Rufen wir mal auf. Und da gibt es auch einen Bereich, einen Reiter hier oben, seht ihr die Rates. Und wenn man hier rauf geht, seht ihr auch die uns einzelnen Klassen. Ne? Was, es gibt natürlich noch ein paar mehr. Ne? Also hier sehen wir hier die, was zurzeit aktuell gut läuft. Was aber interessant ist, wenn man jetzt hier auf RSF Trends geht. Und dann vielleicht, ja, machen wir hier mal so ein 21-Tage-Intervall, das ist dann interessanter und ja, größer. Ja, ich gehe eigentlich eher so auf 500.000 aufwärts, das reicht eigentlich, das ist Dollar-Volume, ne? Und mache jetzt hier nochmal ein Update-Page. Und wir sehen hier, ja klar, DHC natürlich immer weiter oben, ne? Das wird dann eben frühzeitig hier angezeigt, ne? Aber hier sind eben auch so die Klassiker drin, wenn man sich hier sozusagen an den diesen Werten, die hier oben liegen, orientiert. Man kann da auch mit der rechten Maustaste rauf, ne? VNO zum Beispiel, gucken wir mal rein, da sehen wir eben, wie ist das Zeug gelaufen, ne? Also bleibt besser auf Jahressicht. Ihr seht, die sind alle runtergeprügelt worden und kommen jetzt erst langsam wieder, aber dann hat man da auch eine entsprechende Performance. Und über so ein relatives Stärkemodell, was hier zugrunde liegt, kann man eben auch so seine eigene Auswahl treffen. Was ich aber extrem wichtig finde bei dieser ganzen Geschichte, dass man sich auch vor allem diese, also bei Immobilienwerten, generell bei Aktien gilt es, sich diese Unternehmen auch anzugucken. Und wie macht man das? Relativ easy. Wir gehen hier auf Yahoo Finance. Jetzt suchen, nehmen wir mal vielleicht dieses Well, was ich hatte, Well Tower. So, gehen wir mal rauf. Und dann findet ihr hier unter Profile die entsprechende Internetseite. Ihr könnt natürlich auch danach googeln, aber hier habt ihr, seid ihr mal sicher, dass ihr einen richtigen Link habt. Dann gehen wir jetzt mal rauf auf die Seite und das Accept All, bla bla, der übliche Kram. Und was man hier in der Regel findet, ist, worum es eigentlich geht oder worum es mir vor allem geht, wenn ich mir solche Unternehmen angucke. Wo sind die aufgestellt? Welche Immobilien haben die? Da gibt es dann eben auch immer so ein Investors Relationship, wo dann eben auch die entsprechenden Berichte sind. Also ich finde es auch ganz gut, wenn die möglichst breit aufgestellt sind. Also wenn die, sagen wir mal, nur in bestimmten Regionen beheimatet sind, das finde ich schon mal nicht so toll. Also ich finde es irgendwie auch ganz gut, wenn die irgendwie,
ja, regional, zumindest in den USA, über mehrere Staaten engagiert sind, um dann breiter zu streuen, weil es kann ja regional mal ein Problem auftreten. Also wir hatten mal so ein Klasse, 2008 war das, 2007, am Ende 2008 waren es vor allem, dass dann vor allem diese ganzen Mall-Aktien, also besser gesagt Immobilienwerte, die in den Malls engagiert waren, extrem abgestraft worden sind, weil eben auch keiner mehr dahin gefahren ist. Ne? Weil ne, ja, Leute haben mehr gespart, ne? Haben da eben vor Ort eingekauft und sind nicht mehr, also diese Malls liegen ja eher außerhalb von den großen Städten und die Leute sind halt nicht mehr da rausgefahren und dann wurden dann eben ohne Ende auch Geschäfte zugemacht und diese Einnahmen wirken sich natürlich auf den Gewinn dieser Aktien aus, ne? Also den Einnahmenverlust. Ne? Und gut, hier nochmal Charles Munger, okay. Ja, das ist auch so ein klassischer Hype. Also ich habe, ist für mich das schlechteste Buch, was für Trader auf dem Markt ist, also wenn man eine Negativempfehlung, es gibt nur ein Buch von Charlie Munger, ne? Also eine Katastrophe. Also es gibt kein schlechteres Buch als aus meiner Sicht von Charles Munger. Gut, der ist gerade gestorben, soll man nicht schlecht über Tote reden, aber sein Buch ist wirklich schlecht. So, jetzt gucken wir hier mal rein, mal sehen, ob ich das hier irgendwie, die Seite haben sie irgendwie wieder ein bisschen geändert. Wir können auch ein anderes Unternehmen nehmen. Also sonst haben die immer schöne Bilder von ihren Objekten, wo man schnell einsteigen kann. Das ist irgendwie ein blödes Beispiel. Nehmen wir vielleicht ein anderes Beispiel. VNO können wir mal nehmen, genau. Auch ein bekanntes. Die Seite ist nicht so schön von World Tower. So gehen wir hier mal VNO, mal Beispiel hab rein. Ja, da sieht man schon mal ein bisschen, wo sind die engagiert. Watch Video, ne, für die, die Spaß haben. Okay, hier irgendwie ein Bild von Manhattan. Und dann sieht man in der Regel hier diese Objekte, an denen die beteiligt sind. Und dann kann man natürlich auch entsprechend einsteigen. Also wie gesagt, breite Streuung über, also regional, dann eben über diese einzelnen Asset-Klassen und dann natürlich hier haben sie alle hier irgendwo so ein ja, Investors Relationship, wo dann die ganzen Quartalsberichte drinstehen und, was gibt es neu? Ne? Also hier haben sie die Reports und so weiter. Also ich empfehle, auch wenn das vielleicht ein bisschen Arbeit macht, dann da dort einzusteigen und zumindest einen also sich grob die Frage zu stellen, würde man jetzt nicht über eine Aktie, sondern würde man sich da direkt an diesen Immobilien beteiligen? Und wenn die Antwort ja ist, dann ist das durchaus ein interessantes Unternehmen. Okay, das zur Selektion. Zurück zur Übersicht. Klar, Moment. Also Fundamentalanalyse haben wir gemacht. Ich mache natürlich eher das technisch, ne? Also und oder, ne? Man kann natürlich, das war ja eben mehr so ein fundamentaler Ansatz, ne? Natürlich muss man sich den Chart angucken, aber das ist ja alles so ein bisschen, ja, nicht ganz, also sagen wir mal ein bisschen diskretionär. Und man kann das natürlich auch systematisieren. Ich habe ein Modell, was ich euch hier noch kurz zeigen möchte. Das sind einmal, der geht dann halt nur in IYR rein. Ne? Also hier wird nur IYR getradet. Das ist jetzt hier WestNet 4 programmiert oder besser geskriptet. Große Programmierung ist es ja in der Regel nicht. Und wenn man sich hier mal anguckt, das ist jetzt nicht ständig im Markt. Das sehen wir vielleicht noch besser an der Vermögenskurve. Dunkelgrün ist halt, da ist es aus. Ne? Und wenn es hellgrün ist, dann ist er kurz investiert. Der ist relativ selten investiert in IYR. Jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich hoffe, der springt jetzt demnächst an. Könnte jetzt sein fürs neue Jahr, dass dann hier dieses Modell auch anspringt. Ihr seht, dass es also die meiste Zeit eigentlich nicht im Markt hat. Auch eine Exposure sehr gering von 16%. Exposure bedeutet, 16% der Zeit arbeitet letztendlich das Kapital. Und ja, ist es jetzt nicht gewaltig. Wir sehen vor allem in den Jahren schon genannt, 2001 ist hier, leider gibt es das noch nicht so lange, aber so 2002, da fing das so an, da aber 2003 immer 22%, 23%, 2004 auch noch ganz gut mit 22%, 2006, dann gibt es hier komischerweise einen Ausreißer, 2010 mit 27%, 2010 war irgendwie so ein langweiler Jahr, aber offensichtlich sind da, ist dort IYR ganz gut gelaufen hier mit dem Modell. Zuletzt relativ langweilig, entweder war es aus, ne, oder hat irgendwie ein paar kleine
Performance-Zahlen gebracht, ne, 2021, 2022, immerhin im Bärenmarkt eine schwarze Null. Also von daher als Beimischung, das kann man dann auch noch testen, ist dieses Modell durchaus geeignet. Also der tradet hier nur IYR. Man kann natürlich auch die Einzelwerte traden, dadurch erreicht man mehr Performance und eine breitere Streuung. Auch hier habe ich schon ein Modell vorbereitet, das ist hier. Ihr wählt ja insgesamt 10, kann man hier sehen, 10 Positionen aus dem Sample aus. Die Equity sieht natürlich relativ ähnlich aus, weil wir nutzen natürlich als Filter das, was wir vorher gesehen haben, IYR. Und wenn Filter halt an ist, Marktfilter, dann kauft er halt die 10 besten, nach dem Algorithmus die 10 besten Immobilienwerte. Und wenn man sich das hier anguckt, okay, er bringt dann ein bisschen mehr Performance, da bringt dann immerhin schon mal 7,7, aber wie gesagt, viele Jahre ist halt aus. Interessant dann sind halt dann diese Jahre, wo es halt mal gut läuft, ne? Also die kommen, also ein Durchschnittsperformance, wenn man darauf guckt, ist eigentlich die Aussage nicht so kräftig. Interessant ist dann wirklich zu wissen, dass es eben wenig korrelierend ist mit dem Aktienmarkt und zwischendurch mal dann seine Ausreißer hat, also im positiven Sinne, sodass man das durchaus auch hier direkt mit Aktien umsetzen kann. Man holt ein bisschen mehr Performance raus, sogar der Drawdown geht ein bisschen weiter runter. Aber wie gesagt, ist ein schönes Modell und natürlich auch für die Leute interessant, die von euch sagen, okay, ich kann keine ETFs traden. Ne? Aber geht natürlich eigentlich, im Prinzip kann jeder ETFs traden, auch mit Sitz in Deutschland. Ne? Wenn er bei Tasty trade oder bei Charles Schwab ein Konto hat, dann geht das. Aber wenn man das nicht möchte, dann kann man es eben hier direkt auch mit Aktien umsetzen. Wobei man dazu sagen muss, der Aufwand ist natürlich höher, weil man kauft dann halt nicht den Index, wenn ein Signal kommt, sondern wählt halt jeweils dann 10 Aktien aus. Aber so viele Trades sind das auch nicht. Ne? Also 2021 waren das mal gerade jeweils 22, 21, 10 Trades. Ne? Das war nicht viel. Im Top hier 2010 immerhin 110 Trades, aber wenn man das jetzt auf die Monate verteilt, ist das jetzt auch nicht die Welt. Also man kann das also durchaus auch mit so einem Aktienmodell umsetzen. Gut, dann gucke ich, da wollte ich gar nicht rein, sondern hier wollte ich rein. Ich glaube, das war im Wesentlichen kurz und schmerzlos, was ich zu diesem Thema Immobilienwerte euch zeigen wollte. Ich halte das für durchaus eine wichtige Anlageklasse, weil, wie gesagt, es eben nicht so stark mit dem Markt korreliert. Man sollte eben nicht den Fehler machen, jetzt 2008er-Krise und 2020 zugrunde zu legen, wo dann im Prinzip alles runtergeprügelt worden ist, sondern eben dann auch mal in der Historie reingucken. Ne? In dieser Phase, genannten Phase 2000 bis 2002, liefen die besonders gut. Und wenn man da nicht Glück hatte oder schon sich damit auseinandergesetzt hatte, da ein paar Immobilienwerte im Depot zu haben, ist das natürlich sehr, sehr schön. Ist letztendlich auch, finde ich, relativ leicht, auch die Geschäftsmodelle zu verstehen. Also letztendlich, wenn ich jetzt irgendeine Aktie beurteile und mach mal solche krassen Fälle, wenn ich jetzt nicht aus der Branche komme, so eine Pharma-Wert oder irgend so etwas oder Biotech zu beurteilen, das ist irre schwer. Ich kann mir natürlich hier die Phasen der Medikamente angucken, aber wenn ich nicht aus dem Fachbereich komme, kann ich das letztendlich gar nicht beurteilen. Diese Immobilienwerte können wir doch zumindest ansatzweise ganz gut beurteilen. Ist das irgendwas, was auch in Zukunft läuft? Haben die weiter ihre Einnahmen? Haben die Risiken? Welche Risiken liegen vor? Also das lässt sich schon mit, also ohne jetzt tiefer Ausbildung, gut bewerten solche Immobilienwerte. Ist natürlich klar, wenn der Markt richtig kriselt, dann geht es auch runter, aber dafür brauchen wir halt so einen technischen Filter auf IYR zum Beispiel. Jo, das war's im Prinzip. Kurzer Ausblick. Nächsten Montag ist na, zweiter Weihnachtstag und auch in der USA Feiertag. Dann haben wir noch den ersten, das ist der Montag darauf. 1.1.2024 ist dann auch ein Feiertag. Da schlafen wir wahrscheinlich alle unseren Rausch aus. Und das heißt für uns, wir werden uns dann wiederhören, wenn ihr mögt, am 8.1. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da mal so ein
Jahresrückblick bzw. Jahresausblick machen, beziehungsweise dann natürlich die aktuelle Börsensituation beleuchten. Das denke ich mir, wäre ein ganz gutes Thema für den 8.1. sozusagen so als Kick-off-Meeting für das Jahr 2024. Ne, mal sehen, ob der Markt einschläft über die Feiertage oder ob sich da nochmal große Bewegung entsteht. Gerade die Januarbewegung ist ja dann häufig sehr signifikant, auch als Ausblick für das ganze Jahr. Da gibt es ja auch Modelle, ne, sozusagen ein guter Januar. Kann man, es hat so ein bisschen statistischen Vorteil dann auf die Jahresperformance. Und auch sehr interessant ist gerade dieser Jahreswechsel, finde ich immer sehr, gibt es doch vielfach eine Rotation in den Sektoren. Das heißt, häufig die Sektoren, die im Januar gut laufen, sind auch oft die Sektoren, die das ganze Jahr über interessant sind. Also auch darauf ist zu achten. Ja, dann würde ich auf jeden Fall, nee, nicht würde, sondern wünsche euch auf jeden Fall schöne Festtage. Genießt die Tage, überlegt euch, was ihr im nächsten Jahr noch besser machen könnt und wer es mag, dann gerne noch ein Like, subscribe, ne, und auf jeden Fall guten Rutsch, ne, schöne Feiertage. Ne, wir werden wahrscheinlich hier, was haben wir aktuell, 27 Grad, wohl doch wieder keine weiße Weihnachten erleben. Ne? Das heißt für mich wieder irgendwie an Strand mit einer Tüte rum, werde ich da mein Weihnachten verbringen. Schauen wir mal und natürlich mit Familie, klar. Und ja, dann, ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich kopiere auch nochmal rein. Genau, ihr wünscht das natürlich auch. Ne? Also, Gruß aus der Karibik, macht es gut und dann hören wir uns spätestens im neuen Jahr wieder. Ciao.